Moin Moin und willkommen zurück auf dem YouTube-Kanal von Thomas Elektronik. Ich bin Sascha und heute packen wir den neuen Samsung Frame 2021 aus, den GQ50 LS03A. Heute packen wir, wie gesagt, das Gerät erstmal nur aus, gehen aber auch schon mal ein bisschen auf Design drauf ein und was sich bei den Rahmen dieses Jahr getan hat. Ein ausführliches Produktvideo folgt dann später. Und dann würde ich sagen, packen wir das Gerät erstmal aus. Hier haben wir jetzt das Zubehör der neuen Frame 2021 Modelle. Wir haben von links oben, wie auch schon im letzten Jahr, die Wandhalterung direkt inklusive. Es handelt sich hierbei sogar schon um die neue SlimFit Wandhalterung für das Jahr 2021, die WMN A50EB. Sehr interessant für dieses Jahr. Werden wir aber auch noch ein separates Video machen, sobald wir sie auf Lager haben, denn diese Wandhalterung gilt tatsächlich 2021 quasi für alle neuen Samsung-Modelle. Dann haben wir hier unten standardmäßig das User-Manual, wieder ein 5 Meter One-Connect-Kabel, das 1,5 Meter Stromkabel, diverse Klemmen und ähnliche Gerätschaften zur Befestigung des Kabels. Die neue Smart Remote ist auch hier mit bei. Dann haben wir die beiden Füße dieses Jahr in der Höhe verstellbar. Und zum Schluss wieder eine Connect-Box. Das ist noch die alte Connect-Box im Gegensatz zu den Neo QLED, wo die neue Connect-Box zum Einsatz kommt. Die Anschlüsse für den neuen Frame 2021 finden sich wie folgt an der Box. Ganz an der Seite der Anschluss für das One Connect-Kabel, gefolgt von 4 HDMI. Eingängen, wobei der HDMI 3 für den E-ARC ist, und ab dem 55 Zoll ist auch der HDMI 4 ein 2.1 HDMI Anschluss für 4K 120 Hz, ist dann auch mit einem Controller-Symbol gekennzeichnet, aber wie gesagt, das erst ab 55 Zoll. Dann haben wir noch einen LAN-Anschluss, genauso einen Gigabit-LAN-Anschluss, einen optischen Ein- bzw. Ausgang, den Schacht für das Common Interface in der Version 1.4 und jeweils in einfacher Ausführung die Tuner für Satellit, Kabel und DVB-T, ein Stromanschluss und hier an der Seite befinden sich die beiden USB-Anschlüsse. Die Montage der Füße ist einfach wie simpel, es braucht keine Schrauben, es muss nichts montiert werden. Es funktioniert einfach über ein Stecksystem, das bedeutet, der Fuß wird einfach in diese Führungsschiene eingelegt und einfach hochgesteckt und schon ist er montiert. Und ich erwähnte ja, dass das dieses Mal höhenverstellbar ist, das heißt, ihr zählt den Fuß einfach wieder ab, legt dieses Scharnier hier um, packt den Fuß wieder rein und jetzt ist der Abstand größer und somit auch der Fernseher höher. Nicht wundern, auf der Rückseite haben wir quasi zwei verschiedene Einbuchtungen für die Wandhalterung. Zum einen haben wir links und rechts hier diese Einbuchtungen. Die sind speziell für die neue SlimFit Wandhalterung gedacht, die ja auch im Lieferumfang enthalten ist. Möchte man aber eine andere Wandhalterung benutzen oder auch den Staffeleistandfuß zum Beispiel von Samsung, hat der Frame aber auch normales Wesermaß und in diesem Fall ist es ein ganz normales 200x200er Wesermaß. Das war es schon, unser kleines Unboxing. Und was sofort ins Auge fällt beim neuen Frame 2021 und natürlich auch speziell jetzt hier beim GQ50 LS03A, ist die neue und wesentlich flachere Bautiefe. Samsung hat ja den Frame vom letzten auf dieses Jahr um 50% flacher gemacht. Das heißt, die Tiefe des Gehäuses beträgt nur noch 24,9 mm und macht das Ganze nochmal wesentlich schicker. Dazu der normale kohleschwarze Rahmen, wieder in schönem Metall, wo dann die Rahmen dran gemacht werden. Aber da kommen wir dann in unserem Produktvideo drauf zu sprechen. Deswegen würde ich sagen, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke und lasst uns gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns spätestens im Produktvideo wieder. Und bis dahin, tschüss aus Hamburg.